Was ist ein Kommissionskauf? Fragezeichen. Was ist ein Kommissionskauf? Ja, jetzt stehen wir wieder da und müssen sehen, dass wir die Brücke schlagen zum Inhalt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir greifen diesen Begriff hier auf oder wir nehmen hier ein anderes Verb, am besten ein Vollverb, das ist ja ein Hilfsverb hier. Kommissionskauf bedeutet, Komma das. Und damit, glaube ich, kriegen wir die Kurve. Kommissionskauf bedeutet, dass der Käufer erst dann bezahlen muss, wenn er, jetzt raten Sie mal, wenn er sie selber weiterverkauft hat. Ja, das ist ein Kommissionskauf. Können wir das auf Kommission nehmen? Das bedeutet, man bekommt die Ware, man kann die Ware im Laden auslegen und muss sie erst dann bezahlen, wenn man sie selber mit dem eigenen individuellen Gewinnaufschlag weiterverkauft hat. Sie finden das in der Praxis übrigens bei den allermeisten Zeitungen und Zeitschriften. Ja, wenn Sie mal schauen in so einem Zeitschriftenladen, der da noch so ein bisschen Tabak und Lottoscheine verkauft, finden Sie ja ein sehr umfassendes Angebot an Zeitungen und Zeitschriften. Und diese Zeitungen und Zeitschriften sind auf Kommission. Das heißt, der Betreiber dieses Kioskes bezahlt erst, wenn er die Ware weiterverkauft hat und das, was er nicht verkauft hat, das kann er zurücksenden. Ja, das ist zum Beispiel ein praktisches Beispiel für Kommissionskauf. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.